Harry sagt Hallo und guten Morgen mit dem aktuellen und dem ausführlichen Wetter und dem dazu passenden Video. Heute beginnend ein bisschen vor der Tscherka am 30. August 2024, der letzten großen Palme. Hier geht es an den Kragen. Da mussten die sogar den Zaun öffnen, um hier ranzukommen an diesen verwinkelten Bewuchs hier. Das sieht ja ganz schön mächtig aus hier. Ja, an dieser Stelle recht herzlich willkommen zum heutigen Video hier am Strand von Maspalomas zum Wetter mit ein bisschen Info dazu. Gerade eben Sonnenaufgang hier, der ist ja nicht direkt über der Tscherka, sondern hier an den Dünen. So, und ein paar von diesen Reihern sitzen wieder da drüben im Strauch, im Baum. Ja, da sind wieder viele Tiere unterwegs. Da läuft ein Reiher gerade hier. Einer da. Einer hier ein Stück weiter drüben. Acht Uhr und neun Minuten, 21 Grad. Ja, wunderschöne Spiegelung auch wieder hier im Wasser zu sehen. Ja, die Kräuselung hier auf dem Wasser. Stück ist glatt in der Mitte. Eigenartig. Ja, der erste Eindruck heute Morgen, es ist alles wieder in Ordnung. Gleich mal der Blick in die Berge, weil es auffällig ist, wie die Wolke da dazwischen in dem Talkessel hängt. Ja, wir können immer noch vom Sonnenaufgang reden und sprechen jetzt. Der offizielle Sonnenaufgang war um 7.39 Uhr, also vor 45 oder 40 Minuten. Sonnenuntergang ist um 20.24 Uhr. Tiefstwerte waren es 20 Grad heute und Höchstwerte werden um die 30 Grad erwartet. Tja, wunderschön die Spiegelung. Ja, und die Personen da jetzt im Kegel, im Sonnenkegel, im Spiegelnden, sieht doch gut aus, oder? Ja, ganz schön hell. Was gibt's weiter? Das Wetter und dann gibt's noch eine Info von der Ingrid, die hat recherchiert. Ja, um 5.50 Uhr hatten wir Niedrigwasser, um 12 Uhr und 7 Minuten ist Hochwasser und um 18.29 Uhr ist wieder Niedrigwasser. Ja, hier gibt es die passenden Modeaufnahmen im Wasser, am Wasser.
Ja, schön hier am Morgen. Und ihr seid mit dabei. An dieser Stelle vielen herzlichen Dank fürs Mitmachen, fürs Teilen der Video, fürs Abonnieren. Für die Weiterleitung der Videos an Freunde und Bekannte. Ja, und jetzt geht es ein bisschen schneller hier in die Richtung. Und das Meer heute auch wieder ganz glatt, ganz ruhig, eigentlich ideale Voraussetzung wieder, um schwimmen oder baden zu gehen. Ja, die Information von der Ingrid, was ist das? Und zwar die Pinowellen, die jetzt anstehen, die haben ja was mit dem Neumond und dem Vollmond zu tun. So, und die Ingrid hat also herausgefunden, dass die Pinowellen die größte Wahrscheinlichkeit, die größte Chancen haben, um in die Chalka zu laufen bzw. den Höchststand zu erreichen. Einmal am 3.9. sind bei Neumond und einmal am 18.9. beim Vollmond. Also warten wir auf diese beiden Tage und dann werden wir das sehen. So, jetzt geht's hier in diese Richtung. Ja, immer noch einzigartig hier die Spiegelung im oder am Wasser. So, und langsam kommen sie auch wieder, die kleinen Strandläufer, ein, sehe ich zumindest. Es gibt schon mal wieder kleine Gruppen. Ja, schön anzusehen, die kleinen flinken Vögel. Als ob er mit mir her spazieren geht. Nein, er will in die andere Richtung. Ja, für alle, die nicht hier sein können, das ist euer Rundgang, das ist euer morgendliches Spaziergang hier am Strand. Und die dürfen wir nicht vergessen, die Menschen, die auch gar nicht mehr kommen können, die jetzt sozusagen von den Erinnerungen leben und vielleicht auch das ein oder andere Video schauen, weil sie aus Altersgründen oder beziehungsweise auch, ja, weil es einfach zu anstrengend ist. Aber vielleicht rafft ihr euch doch nochmal auf und sagt, nein, ich komme nochmal nach Gran Canaria, ich will nochmal den Harry treffen am Freitag. Ja, heute Leuchtturm, 16 Uhr. Haben sich schon wieder Gäste angesagt. Freue mich drauf. Das ist manchmal wie ein Familientreffen. Und die Familie wird immer größer. Ja, Wolken, das eine Wolkenband, das ja fast regelmäßig hier über Las Palmas oder Richtung Las Palmas zu sehen ist. Ist ausschlaggebend, wann wir hier die Sonne aufgehen sehen. Ja, was soll ich sagen? Schöner geht's nicht, oder? Und wir müssen alle dran denken, wir werden alle älter und irgendwann
geht es dann auch bei uns nicht mehr, das Reisen. Ja, nochmal die Info zu den Tieren, zu den Dragon, zu dem blauen Drachen. Ich habe ja gestern nochmal gefragt am Rotkreuzhäuschen. Also das waren Einzelfälle und sobald man da was sichtet, wird man Bescheid geben. Das ist natürlich immer von den offiziellen Stellen auch abhängig, aber ich kann nicht dauernd hier auf den Boden gucken. Nein, das mache ich nicht. So, und ich gehe jetzt auch wieder zurück, denn ja, heute Freitag ist immer was zu tun. Ich habe ja die Menschen vor mir am Freitag und die dann eben sagen, so, das ist der Rhythmus, den wir haben. Kaffee trinken, dann schauen wir uns das Wetter an und dann zum Nachmittag oder am Abend, dann schauen wir uns die Realität vom Vortag an. So ist dann ja der Tag auch ein bisschen mit den Videos getimt, verändert. Mich freut es natürlich umso mehr, ganz klar. Da auch wieder so helle Stellen auf dem Wasser, also keine Wellen in dem Sinn, sondern eben nur die andere Farbe ist, als ob es glatter wäre, das Wasser, wenn ich jetzt hier schaue. Oder andere Strömung. Oder es sind Fische. Ja, ich sehe gerade hier auf der Seite, da kommt ein Fischer mit seinem Boot noch im Kegel vom Licht. So, das ist euer Kurzurlaub, das ist euer Eintauchen hier auf Gran Canaria. Ja, und wer vielleicht ein bisschen mehr haben möchte, den Plan B oder den Kalender, den könnt ihr nach Hause holen. Und zwar bei der Antje bestellen, ganz einfach. In fast in jedem Video ist eine Beschreibung mit dabei und da könnt ihr die E-Mail-Adresse sehen. Und dann habt ihr die Bilder an der Wohnzimmerwand hängen, die ich hier morgens ablaufe oder besucht habe. Einfach bestellen, Plan B, und der Reiseleiter, der Reiseführer oder den Kalender oder beides bei der Antje. Oder freitags hier bei mir am Faro bzw. auch im Organic Food. Organic Food ist das Reformhaus in der Sita neben dem Café Zip. Ja, nächste Woche werde ich es mal probieren, den Sonnenaufgang. Also, das heißt, vor 8 Uhr dann hier zu sein. Ja, und kaum sage ich es, sind es schon 2 und da kommt der dritte hinzu. So, ich glaube, die müssen erstmal warm werden.
Ja, irgendwie macht mir das heute Morgen wieder besonders viel Spaß, am Strand zu sein. Es ist aber auch alles passend heute, keine hohen Wellen. Man kann schön im Wasser laufen. So, jetzt nochmal der Blick hier in die Berge. Ja, hier war es, glaube ich, wo die Modeaufnahmen gemacht werden. Also Modeaufnahmen nicht, oder privat, das kann natürlich auch sein. Vielleicht nur für Instagram und TikTok und... Ja, dafür braucht man keine Drehgenehmigung, nein. Ja, ihr seht, ich bin wieder fast zurück. Ich bin traurig und freue mich, dass ich wiederkomme und traurig, dass ich jetzt, ich könnte hier bei dem Wetter jetzt diese Voraussetzung. Aber ja, zu Hause gibt es dann erstmal einen Tee und einen Obstteller. Und dann später einen Kaffee. Ja, dann sage ich nochmal recht herzlichen Dank fürs Dabeisein, fürs Mitgehen, fürs Mitlaufen. Und wenn es gefallen hat, dann bitte den Daumen nach oben. Und ja, wir sehen uns heute vielleicht in live, persönlich 16 Uhr. Oder wenn nicht, dann bekommt ihr ja das Video vom heutigen Nachmittag hier am Faro. Ich sage danke, hasta luego und bis dann. Tschüss. Hallo zusammen, ihr Lieben. Ja, der Kalender 2025 Gran Canaria von Harry und natürlich auch unser Plan B hier mit den besten Ausflugszielen auf der Insel. Und ich möchte mit euch noch einmal hier im Plan B ein bisschen blättern. Ja, hier sind Ausflugsziele drin aus den verschiedenen Bereichen der Insel. Dann haben wir natürlich auch ja, andere Ausflugsziele drin, wie die Meerespools im Norden. Da werdet ihr ganz viel darüber finden. Agimes, die Kaffeeplantagen, die Strände, ein paar Specials. Hier natürlich auch nochmal die Meerespools im Osten, wenn da jemand gerne hin möchte. Und alles beschrieben mit den Fahrtrouten, mit den Autorouten, wie man hinkommt und natürlich, wie gesagt, auch mit den Busverbindungen, Buslinien. Wer sich interessiert, schreibt mir doch ganz gerne eine E-Mail. Und ja, wer sich für den Plan B interessiert, der ist damit gut beraten. Die Busverbindungen, die es so gibt, einzeln aufgeführt. Mit Umsteigemöglichkeiten und vielleicht auch das ein oder andere Unbekannte, zum Beispiel hier Moya, hier Pasito Blanco, ein wunderbarer Ausflug. Ja, das sind gute 25 Ziele mit Specials vom Plan B. Und ja, hier haben wir ihn, den Kalender 2025 mit 12 wunderschönen Fotos, Januar, Februar, ja, und dann geht es mit dem März natürlich weiter. Wir springen mal auf den Juli, auch ein tolles Bild, ja, also von jedem Monat etwas dabei, für jeden etwas dabei. Vielleicht habt ihr auch euren Lieblingsmonat
Und ich habe auch mein Lieblingsbild gefunden. Und zwar, das ist der Dezember mit dem kleinen Eyecatcher. Frohe Weihnachten. Und wie gesagt, beides zu bestellen, Plan B und der Kalender 2025. Schreibt mir einfach eine E-Mail oder in den Kommentaren. Wie gesagt, da sind diverse Ausflugsziele drin. Ihr könnt euch da das ein oder andere Schöne aussuchen. Auf der Rückseite unseres Kalenders ist nochmal so eine kleine Zusammenfassung. Da ist auch unsere Tara verzeichnet. Einfach nochmal als kleiner Gruß hier an dieser Stelle. Und dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit beidem. Wer möchte, gerne bei mir bestellen. Bei meiner E-Mail-Adresse wird mit aufgezeigt. Und dann könnt ihr alle Informationen bekommen.